Willkommen zurück zu Inka. Wir sind hier in Agires Schiff, also dem Schiff des Antagonisten des Spiels, und haben uns hier erfolgreich verlaufen. Den ganzen Mist haben wir hier umsonst erkundet, da waren wirklich nichts, nur nervige Gegner. Und jetzt bin ich nochmal zum Anfangsbereich offscreen zurückgegangen, einen Gegner vernichtet, und jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen das erkunden. Wahrscheinlich müssen wir wirklich in den Osten gehen. Wow, was war das? Das war gruselig. Ergib dich, Wilder! Ah, der war's. Alles klar, komm her. Was hast du überhaupt zu bieten? Oh Gott. Come on! Yes! Damit verschwinden die Projektile. Immer sehr wichtig. Aber das ist sowieso nicht das Problem. Die Raumschiffabschnitte sind viel, viel schwieriger. Als ihr, ich hab da oben. Ihr seht ja da oben dieses goldene Inka-Symbol. Da habe ich erst einen einzigen Energiekristall verloren. Also, und wir haben schon über die Hälfte aller Gegner in diesem Gebiet vernichtet. Und ganz ehrlich, es ist wirklich nicht schwer. Beim Raumschiff, da sage ich, ja, da kann man ruhig mal verkacken. Aber das hier ist doch wirklich nicht der Rede wert. Oder es geht dir schlecht. Ja, komm her. Oh Gott. Kann man den vernichten? Danke. Und der andere ist wieder geflohen. Mann, ihr Feiglinge, was soll denn der Scheiß? So, das heißt, wir haben jetzt erfolgreich alle Wege abgeklappert und alle Wege waren falsch. Das heißt, wir müssen wieder an den Anfang gehen und nach rechts gehen. Wow. Hätte ich das mal erst gewusst, was? Hätte ich mir die ganze Scheiße hier sparen können. Am Ende geht der Weg auch nicht weiter. Ja, ich weiß nicht. Ist auch eine Sackgasse. Was wollt ihr denn? Alter, was? Da soll noch einer durchfinden. Da ist doch auch safe eine Sackgasse, oder? Naja, ich guck mal vollständigkeitshalber rein. Ja, hier ist nix. Aber gut, dann habe ich jetzt die Gewissheit und kann definitiv diesen Weg auch ausschließen. Hätte ja sein können, dass der dann noch so runterführt. Aber ist nicht der Fall. Was haben wir hier? Auch nix. Schön. Schön. Da muss ich sagen, kann es nur geradeaus weitergehen? Ich hab keine Ahnung, Mann. Wenn es da auch nicht weitergeht, dann werde ich das schneiden. Weil ich dann keine Ahnung habe. Und hier scheint es auch nicht weiterzugehen. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr von mir hier? Jungs, wo geht's weiter? Sollen die Scheiße. Irgendwas vergessen, sag mal? Gott. Was ist da unten denn? Da geht's auch noch lang, oder was? Keine Ahnung, Mann. Ich hab komplett die Orientierung verloren. Juhu! Da geht's wieder raus, weil der Agira hat uns ja im letzten Part eingekerkert, uns festgekettet da im Schiff und wir konnten tatsächlich fliehen. Und ich dachte, da geht's dann wieder zurück. Nee, geht's nicht. Huh. Ja gut, das ist aber auf jeden Fall sehr nice, weil so haben wir natürlich mehr Möglichkeiten wieder. Ich gehe mal in den Osten. Ergib dich, Wilder! Oder es geht dir schlecht! Ja, kommen die immer wieder? Ergib dich! Ja! Oder es geht dir schlecht! Ob ich es geahnt hätte, ne? Boah, der will's wissen! Holy shit! Wieder abgeht! Oh, noch einer! Das Schöne ist, bald sind die alle vernichtet! Ich habe mich zwar jetzt getroffen, aber es juckt mich nicht mehr. Ey, nur so viel Leben haben. Ja, bald sind die alle Geschichte. Es sind noch 5 Gegner hier, die auftauchen können. Kennt ihr da oben an den gelben Kugeln? Ich sag's gern nochmal. Ah, jetzt gibt's hier wieder 2 Wege. Ah! Kriegt die Krise! Oh, das sieht richtig aus. Schön. Ah, das sieht sehr gut aus. Habe ich aber schon sehr oft gesagt. Aha. Ein langer Gang!
Mit Blick nach draußen, by the way. Ergib dich, Wilder. Hm. Das geht dir schlecht. Zum Glück können wir uns bald in Ruhe umschauen. Um diese Lappen hier zu haben. 4 Stück noch. Oder muss man die sogar alle besiegen? Nein, das war im ersten Dungeon auch nicht so. Ergib dich, Wilder. Oder es geht dir schlecht. So sind sie. Die Inka-Zerstörer. Die Eroberer. Das ist immer ein bisschen schade, wenn so antike Kulturen vernichtet werden und zu Bruch gehen. Weil so wurde halt eine komplette Kultur quasi ausgelöscht. Mit ihren Sitten, mit ihren Bräuchen und. Das ist immer schade, ne? Genauso wie wenn ein Tier vor Aussterben bedroht ist und dann verschwindet. Kann man ganz gut miteinander vergleichen, wie ich finde. Ja, ich habe irgendwie nicht gerade sehr viel Glück hier mit diesem Dungeon. Und wieder gucke ich auf die Karte, weil ich keinen Orientierungssinn habe. Aber ist ja keine Schande, wenn mir Spiel diese Option gibt. Komm her! Piu, piu, piu! Und goodbye, mein Lord. So, dann gehen wir mal nach hier. Und es sieht wieder gut aus. Ist das der Ausgang? Ergib dich, Wilder, oder es geht dir schlecht. Na, bald geht's euch schlecht. Du bist der Drittletzte. Yes! Wir haben zwar fast alle Wege jetzt abgeklappert, aber das ist das Ziel. Juhu! Dann klopfen wir mal an. Sind ja zwar wilde, aber wir klopfen an. Wir sind höflich. Immerhin. Dann erscheint hier ein Kruzifix und ein Kerzenleuchter. Und wir müssen dem jetzt was in die Hand geben. Geben wir einfach Gold in die Hand und dann passt das. Ich glaube nicht daran, aber... Ach so, der braucht auch was in der Hand, oder was? Die Edelsteine vielleicht? Ja. Oder nicht? Das steht jeden frei. Alles klar. Das war's, Rätsels Lösung. Und jetzt sind wir hier in Nebeln, im Jenseits. Oh mein Gott. Hier müssen wir erstmal den Kerzenleuchter hinstellen. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ja. Kerzenlicht verschönt immer und überall. Mit dem Kruzifix können wir das Weihwasserbecken öffnen, weil wir quasi das heilige Symbol des Christentums, benutzen, um das zu öffnen, weil es ist das Weihwasser, wir sind jetzt bei den Christen und deswegen funktioniert das, die Logik des Spiels blendet es einfach aus. So, das können wir hier hinlegen. Dann erscheint eben halt dieses heilige Wasser. Das können wir auffangen, mit Hilfe des Pokals. Pokal ist ein Wunderwerk. Und das können wir noch nicht benutzen. Wir können aber eine Kerze hier drauf stellen. Dann müsste eben sowas erscheinen. Ja. Jetzt ist nämlich der heilige St. Peter erschienen. Und den können wir mit dem Weihwasser übergießen. Und dann passt es. Vielleicht ein wenig frisches Wasser. Nein, Eldorado. Hä? Was willst du? Dir Wasser gegeben. Ich hab dir alles gegeben, du Arsch. Was will der heilige St. Peter jetzt? Hallo? Ja. Was will der jetzt? Ich hab keine Items mehr. Was will der? Sein fucking Ernst? Ach so, der hat einen Schlüssel. Ja, woher soll ich das denn riechen? Habt ihr es gesehen? Ich hab's nicht gesehen, dass der einen Schlüssel hat. Das war ja fies. Mega gut gelöst, das Rätsel, aber dann nicht drauf gekommen mit dem Schlüssel halt. Meine Macht konnte dich bisher durch Raum und Zeit lenken. Auf gleiche Weise kann sie dich auch weit von hier hinwegtragen. Du bist am Zug, Eldorado. Okay. Jetzt kommt eins der beschissensten Rätsel im Spiel, denn man bekommt keinen einzigen Tipp und muss einfach nur ausprobieren, was das Richtige ist. Zum Glück weiß ich, was man machen muss. Nämlich einmal
oben, einmal unten und dann links und zu guter Letzt rechts. Tja, darauf muss man kommen, was? Tja, sehr, sehr unlogisch. Yeah, und damit haben wir's. Wir sind entkommen von Agirs Schiff. Du hast fliehen können. Viracocha sei gelobt. Apuvu Anacapac hat uns versichert, dass du kommen würdest. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sie haben bereits unseren Mond Paracas geschändet. Sie dürfen nicht bis hierher kommen. Ich flehe dich an, Eldorado. Du allein kannst uns von ihnen befreien. Tja. Das ist so eine Jungfrau. Akla heißen die in der Inka-Sprache. Und ja, diese Jungfrau war eine ganz besondere Jungfrau, denn sie war nur dem Sonnengott und dem Inka vorbehalten. Das heißt, nur Eldorado, wenn er dann eben halt erfolgreich ist, darf die eben halt schwängern. Und jetzt gibt's hier wieder einen Todessternabschnitt. Ich glaube, das ist der letzte Todessternabschnitt im Spiel. Aber ich finde die immer ganz cool. Die sind schon nice. Ah, schon ziemlich actionreich für die damalige Zeit. Ah, nicht, treffe ich gar nicht. Ah! Kein Ziel, dass er getrunken, Eldorado. Tja, so ist es nun mal. Komm schon, was ist denn hier los, sag mal, hä? Was ist denn hier los, hä? Wir sind aber gleich am Ziel. Ein Ding für ein King hier. Können die jetzt mal sterben? Das wäre super geil. Wie viele es sind? Hallo, übertreibt ihr komplett? Ich schieße die ganze Zeit und es bringt da einfach nichts. Was ist denn das denn? Ich hol die nicht vom Himmel. Was soll ich denn mehr machen als schießen? Sehr merkwürdig. Haben wir's? Wir haben's. Yes. Toll, und jetzt gibt's schon wieder einen Code für diesen einen Abschnitt. Come on. Mein Herz sagte mir, dass du Erfolg haben wirst. Ich kann dich also zu der Krypta bringen, die wir schon so lange bewachen. Du wirst nicht die Schwelle überschreiten können. Nur eine Akla, eine Sonnenjungfrau, kann sich den Mumien der Vorfahren nähern, die Vuaka bewachen. Meine Mission ist beendet. Ich werde also die Macht, die du suchst, an ihren legitimen Inhaber zurückgeben. Komm, folge mir. Yes! Sie gibt uns das zweite Juwel! Eldorado, wenn es uns eines Tages gewährt wird, uns wiederzusehen, dann wirst du die Suche erfolgreich beendet haben und unser neuer Inka sein. Da ich eine Akla bin, werde ich dir dann gehören. Ich werde zu Inti unserer Sonne beten, damit Inti dich bei den kommenden Prüfungen beschützt. Ja, ich wäre auch gerne Inka gewesen, weil diese ganze Aklas, sie gehören alle Inka. Der hatte einen ganzen Harem aus ganz vielen Frauen gehabt. Daran, Eldorado, diese junge Akla hat in dir den zukünftigen Inka erkannt. Du besitzt die zweite Macht der Inkas, die unserem Volk die Meisterschaft über die Materie wiedergeben wird. Denk einmal an all die herrlichen Dinge, die wir bauen werden.
An diesem Tag im Juni 1525 für die Wiederauferstehung hinterlegte Macht Inka Huyana Kapak. Los geht's, beziehungsweise weiter geht's. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurückkehren zu unserer Heimat. Es ist höchste Zeit, ein Ende zu machen. Oh, im Namen Gottes und des Königs werdet ihr siegen. Ihr werdet diese Handvoll Wilder beseitigen und vergesst nicht, am Ende des Kampfes liegt das Gold, Berge von Gold. Fliegt nun los und kommt mir bloß nicht unter die Augen, bevor ihr gesiegt habt, denn meine Strafe wird eurer Feigheit angemessen sein. Ja, traurig, aber wahr. Jetzt hat man nicht erfahren, warum warum die spanischen Eroberer eigentlich primär die Inka umgebracht haben. Eigentlich nur wegen des Geldes. Und wieder mal wurde die Religion dazu missbraucht. Wir sind alles ungläubig, muss man ausrotten. Und zack. Hat man es einfach gemacht und dadurch, durch den Glauben, durch das Christentum legitimiert. Aber letzten Endes ging es denen nur um das Gold der Inkas. So ist es doch letzten Endes. Traurig, aber wahr, Mann. Jetzt schickt er natürlich hier seine komplette Flotte uns entgegen. Ist jetzt nicht ganz so einfach, dieser Abschnitt. Gucken, ob ich das hinkriege. Der vorletzte Raumschiffabschnitt, glaube ich sogar. Gut, beschleunigen wir erstmal. Uns erstmal jetzt hier zu dem hinbegeben. Und come on. Na, hat nichts getroffen, ey, weil ich viel zu schnell bin, Goddammit, ey. Komm, jetzt aber. Please, yes. Und goodbye, my lord. Und yes, der Inka räumt auf, Mann. Alles wird vernichtet, ja, wir sind ja noch kein Inka, aber... Eldorado, halt, ihr wisst, was ich meine. So, wo sind die Idioten? Ich sehe die nicht. Wo sind die Asis? Ist natürlich jetzt sehr schön, ne, wenn ich nicht weiß, wo die sind. Ich mach mal den Turbogang. Ah, da haben wir ihn. Den Sack. Ey, das kann's ja jetzt nicht sein, oder? Ich krieg den letzten nicht. Den letzten nicht gefasst, sag mal. Hallo? Kann mir mal einer sagen, wo der ist? Ey, ich weiß nicht, wo der ist. Das ist ja super. Ist ja super hier. Ja, so werde ich das nicht schaffen. Was ein Scheiß. Was ist denn das für ein Betrug? Da ist er. Komm her. Oh Mann, du Sackgesicht, ey. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht. Oh, ist das blöd. Das ist aber wirklich blöd. Jetzt finde ich ihn wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ist das blöd, ey. Mann. Ist ja hier eine Suche. Ach, come on. Ja, das werde ich nicht schaffen, Freunde, weil das ist ja mega unglücklich hier gelaufen. Der Radar ist auch so scheiße. Bringt doch fast gar nichts. So, jetzt aber. Jetzt werde ich ihn kriegen. Ja, viel zu viel Leben verloren. Jetzt kommen ja noch zwei Flotten, glaube ich. Ah, ihr seht's. Ah, komm her. Kommt alle her, kommt zu mir. Stellt euch mir entgegen. Da können wir jetzt hier mal beschleunigen. Das ist super nett. Oh, die fliegen einfach so an mir vorbei. Ja, nee, ist klar. Und der da hinten, der bleibt einfach, macht nichts, Alter. Was eine Scheiße, Mann. Na komm. Du bist der Nächste. Yes. Aber wie soll ich das jetzt so schaffen, ne? Ja, das sind wirklich die Letzten. Da hätte ich noch eine geringe Chance. Noch eine ganz geringe nur. Yes. Und einer noch, ne? Wo bist du? Du Arsch. Da ist er. Yes. Als ob ich das jetzt so geschafft habe. Hab ich. Nice. So will ich das sehen, Mann. Boah, war das Fail, ey. Der Radar ist nicht gut genug, Freunde. Man kann nur erahnen, wo die sind. Aber cool, freut mich. Ohne Fail, geschafft. Schwierigster Flugabschnitt kommt aber noch.
Und da graut's mir wirklich vor. Den machen wir dann im nächsten Part. Gehen wir jetzt erstmal zurück zu Huyon und Kapak. Da ist ja unser tapferer Eroberer. Er ist zurück zu uns gekommen, sanft wie ein Alpaka. Eine einzige Träne von einer Frau verwirrt den Geist mehr als viele Liter Chicha. Sie ist liebreizend, die junge Akla. Erinnert mich an ein Abenteuer, das ich vor einigen Jahrhunderten hatte. Nun ja, das ist ein bisschen fehl am Platz. Wir nähern uns der dritten Macht, die einzige, die uns noch an diesem Tumi fehlt, damit die Prophezeiung endlich Wirklichkeit werden kann. Wenn du diese Macht erringst, sollte es dir je gelingen, dann wirst du ganz alleine darüber verfügen. Ich kann dann nichts mehr für dich tun. Du musst dann die Prüfung bestehen, die dich zum Inka machen wird. Oder zu einem Vagabunden, der auf ewig im Zeitenraum verloren ist. Na, darüber wollen wir nicht reden. Was kann ich noch für dich tun? Auf diesem Planeten haben die Mayas uns geholfen, den dritten Stein zu beschützen. Höre dir diese Textpassage einer Stele von Chichen Itza genau an. Eines Tages wird er kommen und zurücknehmen, was er uns anvertraut hat. Dreimal wird er auf den Festungsmauern der Inka zu sehen sein. Dann wird er eintreten und die Morgendämmerung wird nahen. Geh jetzt und versuche einmal, deinen Kopf zu benutzen. Hallo, ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Was willst du? Die ganze Zeit meinen Kopf benutzt. Ich glaube, ich spinne hier. Wo steht jetzt Pizarro? Das ist irgendwie gruselig. Okay. Ja, Freunde, würde ich sagen, war es das für diesen Part. Der Anfang war ein bisschen, weil wir noch ein bisschen da rumgeirrt sind. Aber es ist ja doch viel passiert und wir haben viel geschafft. Nächstes Part stellen wir uns der Flotte von unserem Freund, dem Antagonisten des Spiels, entgegen. Agiere. Und das wird der schwierigste Luftkampf und meiner Meinung nach die schwierigste Stelle des kompletten Spiels darstellen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.